Der Schatz im Silbersee, die Karl-May-Festspiele, die Süddeutschen in Dasing, bei Augsburg in der Western City. Und da ist immer auffällig, dass es keine langweilige Vorführung ist, sondern da gibt es ganz bewusst ein paar lustige Momente. Und da haben wir hier einen sehr lustigen Moment bei uns. Und zwar einen der Darsteller, und der soll sich mal selber vorstellen, und wie die Rolle gerade heißt, die er da spielt. Ihr werdet so erstaunt sein. Ja, mein Name ist Peter Winkelmeier und ich spiele die Tante Droll, den Privatdetektiv, der in Frauenkleidern im Wilden Westen ermittelt. Und nachdem ich es mit dem Hochdeutschen nicht so habe, haben wir das Ganze ins Bayerische verlegt, mit den Kommentaren, die von mir kommen. Das macht es übrigens besonders charmant, das Ganze. Cowboy und Indianer und dann die bayerischen Elemente, schließlich sind ja die süddeutschen Karl-May-Festspiele auch in Bayern, oder? Ja, genau. Und ich tue mir halt dann schwer, ich kann schon Hochdeutsch reden, aber auf die Dauer wird mir das immer ein bisschen zu kompliziert. Darum hat der Peter gesagt, red einfach, wie der Schnabel gewachsen ist. Sagen Sie mal so einen Satz aus Ihrer Rolle, auf Bayerisch, bitte. Da legst du nieder, der Old Shatterhand. Nicht schlecht, das war jetzt ein sehr guter Originalton. Vielen Dank für das nette Gespräch, kurze Einlage. Und wir drücken Ihnen die Daumen. Und das Bayerische muss schon bleiben, oder, bei den Karl-May-Festspielen? Auf alle Fälle, so, zumindest solange ich reden muss. Und da gibt es auch halbe Bier wieder dazu wahrscheinlich. Ja, bei der einen Szene, wie wir heute schon gesehen haben, dürfen wir auch einen Schluck trinken. Da möchte ich auch mal mitspielen. Ja, da vorne steht der Regisseur, für nächstes Jahr bewerben. Vielen Dank nochmal. Bitte.